Dann haben mir sehr viele Leute geschrieben, ich soll bei einfach Peter vorbeischauen. Wer lügt besser mit AVK? Oh, AVK ist dabei und Peter. Das ist ja eine geile Kombi. Ah, okay, ist so dieses Lügespiel. Okay, ich guck mal rein. Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal und heute... Salam alaikum, YouTube. Jetzt ist Geld. Salafisten, Schläfer, Terroristen. Nein. Wie gefährdet ist Deutschland? Das ist unser Thema heute in der Phoenix-Runde und ich begrüße Sie dazu ganz herzlich. Freunde, heute mit einem Special Guest. Ja, ihr seht schon, ABK hier. So special bin ich doch gar nicht. Ich habe nur ein paar Abonnenten. Kannst du mal dein Bein zeigen, Bruder? Was? Digga, sitzt der in Unterhose neben ihm? Oh mein Gott, die beiden, ne? Sieht man das? Ja, ich glaube, man sieht's. Liebe Leute, du weißt noch gar nicht, was wir drehen. Du wolltest dich die ganze Zeit überraschen lassen. Du hast gesagt, sag's mir im Video. Wir drehen heute, wer lügt besser. Wenn jemand lügen kann, dann ABK. Wir bauen uns hier jetzt gleich eine Trennwand auf. Abracadabra, Hex, Hex, Hex. Fang an, Peter. Okay, ja. Okay, ich darf nicht hingucken. Okay, pass auf. Ich werde die Augen zumachen und werde euch sagen, ob er lügt oder nicht. Okay? Ich spiele mit. Ich mache Augen zu. Let's go. Wir holen jetzt unsere Sachen und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt hier einen Apfel habe, kann ich zu dir sagen, du, ich habe hier Klopapier. Und dann kann ich was sagen und du kannst sagen, okay, ich glaube dich, ich glaube dir nicht. Aber du kannst auch sagen, du hast einen Apfel, du kannst auch die Wahrheit sagen. Ja, komm, mach. Es kommt drauf an, ob ich dir dann glaube oder nicht. Ja, mach hin. Also zum Beispiel sag jetzt, ich habe jetzt hier deine Ehre. Genau. Obwohl ich hier gar nichts habe. Also hab ich gerade. Ja, du Fisch, Alter. Also, wir holen jetzt die Sachen und dann geht's los. Okay. Peter. Ja? Du wolltest wirklich mit mir sowas spielen, ne? Digga, ich werde es jetzt im Video gleich sagen. Ich sag dir alles, Bro. Achso, ich kann noch hingucken. Okay. Warte. Wir gucken uns auch selber nicht mal an, okay? Weil sonst haben wir ich mach's auch so. Blick vielleicht nach hinten. Okay, ich guck in die Kamera jetzt. 3, 2, 1. Komm, wir sind offen. Liebe Leute, ich weiß nicht, was hinter mir ist. Wir haben jetzt hier, also wegen ihm, eine halbe Stunde durfte ich hier gar nichts mehr machen. Ich weiß nicht, was hinter mir ist. Ich musste hier mit verdeckten Augen rein. Herr Ratsch ist jetzt hinter uns, der uns die Sachen dann vorgeben wird, weil wir dürfen uns nicht umdrehen, weil da wohl irgendwas ist. Keine Ahnung. Ich habe Schiss. Ja. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert, dass ich geprankt werde. Fang an zu lügen jetzt. Ich weiß nicht mal, ob er lacht, weil ich nicht rüber gucken darf. Wir dürfen uns nicht mal gegenseitig anschauen. Okay. Weil sonst sehen wir eventuell was. Okay, fang an zu lügen. Bruder, ich hab grad richtig Schiss, ich bin dir ehrlich. Also, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ihr macht beide Schnick, Schnuck und ich sag, wer gewonnen hat. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Beide Schere. Yo, ich hab beide zerstört, ohne hinzugucken. Ich hab beide zerstört, ohne hinzugucken. Gut, dann bin ich ja wohl schon mal raus an dieser Stelle. Easy win, let's go. Schnick, Schnack, Schnick, Schnack, Schnuck. Blatt, Stein. Komm, ne? Ich fang an. Du fängst an. Ey, Junge, so. Ich hab Schiss. Nein, da passiert nichts. Nur okay, das ist einfach schieben zur Seite. Okay. Es ist was Finanzielles. Okay, ich höre jetzt erstmal genau zu. Das braucht man zum Überleben. Du kannst schon ruhig sagen, was es ist, so. Ach so, okay. Du kannst. Toll. Okay, dann, es ist eine Münze. Eine Geldmünze. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Geldmünze. Ja. Weil ihr gerade so übertreibt, ne? Ich habe einen Karton 1 Zentimeter neben meinem Gesicht. Und er sagt, es ist eine Geldmünze. Soll es eigentlich unglaubwürdig sein, ne? Unglaubwürdig wirken. Aber wahrscheinlich ist es eine Geldmünze in XXL. Aber ich weiß nicht, so übertrieben, so eine riesen Geldmünze. Keine Ahnung, ich sag, du lügst. Du sagst, ich lüge. Ich sag auch, er lügt. Okay, dann gucke ich jetzt. Ich gucke jetzt. Vertraust mir einfach nicht. 2, 1. Oh Mann, na cool, Ah, jawohl. Den ersten Punkt haben wir. Den ersten Punkt haben wir. Es ist was Finanzielles, was man braucht zum Überleben. Eine Matratze. Digga, ich habe auch schon auf dem Boden geschlafen. Die junge Mütze ist multifunktionell. Ab dem Wochenende gibt es die im Shop. Plus diesen Pullover. Leute, so, weiter geht's. Okay, erster Punkt haben wir. Let's go. Eine Matratze. Alter. Der Punkt geht an mich. Ja, okay. Ja, super. Okay. Fallen. Fallen. Ja. Hörst du mich, Bruder? Ja, ich höre dich. Habe ich dich jemals angelogen? Nein, ehrlich. Nein, oder? Wir kennen uns auch seit ein paar Stunden, oder? Genau. Okay. Gar kein Mal gelogen. Ich habe schon dreimal angelogen. Okay. Ist halt der Unterschied zwischen Marokkaner und Deutschen. Aber ja. Deutsche wahrscheinlich. Also, Bruder, ich habe hier so einen riesen Feuerlöscher in der Hand. Wie man den halt kennt, ne? Gibt's ja hier im Büroräume einige, glaube ich. Habe ich mir einfach einen geschnappt und den habe ich jetzt hier in der Hand. Du lügst. Oh, ABK sagt, er lügt? Ich sag, es ist die Wahrheit. Warum sollte er sich einen Feuerlöscher ausdenken? Und einfach nur ein Feuerlöcher. Wieso nicht zum Beispiel, ich habe einen blauen Feuerlöcher oder irgendwas Besonderes, wenn er lügen möchte. Wieso sagt er einfach nur Feuerlöcher? Das ist auf jeden Fall. Also, ich sage, es ist die Wahrheit. Bist du sicher? Ja, niemals hast du einen Feuerlöcher, weil dann bist du genauso krank wie ich. Okay.
Boom! Zwei Punkte. Wir haben die ersten zwei Punkte. Warum verdammt? Du bist genauso krank, Junge. Wundert sich immer, was trotzdem kommt mit Feuerlöscher an, Junge. Mich nervt, dass er ungerecht hat. Tja, aber so ist das. Weil ich kann die Psyche der Menschen heraushören. Ich kann nämlich die Psyche heraushören. Alter, so ein Dieb, der drückt Feuerlöscher da. Warum? Er sagt, ich bin krank. Ey, Junge, kannst du, woher hast du denn abbekommen? Ich hab vorne, Bruder. Okay, ich mach schon mal meine Augen zu. Ich weiß nicht, ob die jetzt einen Schnitt setzen und dann sieht man direkt alles. Deswegen mach ich lieber schon mal meine Augen zu. Okay. Ja, ja. Ach so. Es ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Es ist was Finanzielles. Er fängt schon wieder so an. Okay. Diesmal wird er wahrscheinlich die Wahrheit sagen, weil nochmal eine Lüge wird er denken, dass der andere dich drauf reinfällt. Aber ich gucke mal erstmal, wie es weitergeht. Also ich höre erstmal. Ich sage dir sogar, was ist das? Das ist ein Geldschein. Ein Geldschein. Er hat eben gesagt, eine Münze, jetzt ist es ein Geldschein. Es ist auf jeden Fall glaubwürdig, dass es wirklich ein Geldschein ist. Aber ich will erstmal wissen, was er noch erzählt. Ich kann es noch nicht beurteilen. Gerade war es ein Geldmünze, jetzt ist ein Geldschein. Okay, was für ein Geldschein? Was für eine, also... Ja, jetzt, genau, erzähl mal ein bisschen. Ja, wie hoch ist, also du weißt, was ich meine. Nee, du musst ja nur erraten, ich lüge da nicht. Ja, ich wollte erstmal noch mal eine Frage stellen. Ja, sehr gute Frage, Peter. Du versuchst gerade psychologische Tricks anzuwenden. Ja. Und ABK versucht Unsicherheit vorzutäuschen. Deswegen wirkt es für mich jetzt noch mehr so, als wäre es ein Geldschein, okay? Ja, ich studiere Psychologie als Teilfach. Aber ja, es ist ein ganz normaler 50-Euro-Schein. 50-Euro-Schein? Klingt plausibel bis jetzt? Ganz normaler 50-Euro-Schein. Jetzt hat er mit seinen psychologischen Tricks versucht, diesen Geldschein oder was auch immer er in der Hand hat, so leichte Geräusche zu machen, damit ich erst recht glaube, es ist ein Geldschein. Okay, Peter sagt, es ist kein Geldschein. Ich habe die Geräusche von dem Geldschein nicht gehört. Deswegen diese Sache, die Peter gerade gesagt hat, mit dem er hat versucht, extra den Geldschein, dass man ihn hört, das habe ich leider nicht mitbekommen. Hätte ich das richtig deutlich mitbekommen, hätte ich vielleicht auch gezweifelt. Aber ich sage, es ist wirklich ein 50-Euro-Schein, sag ich. Du lügst. Okay, ich sag die Wahrheit, 50-Euro-Schein. Yes! Boom, boom, boom! Drei Punkte! Easy. Ich war mir schon direkt beim ersten Satz klar, dass es diesmal die Wahrheit ist. Digga, Home Run! Du diskriminierendes Stück! Boah, Alter, wie hell es ist, wenn ich diese Mütze auf einmal ausziehe, weil diese Softbox mir ins Gesicht strahlen, als gäbe es keine Morgen. Nur weil ich gelb bin, nicht, ich hab ein Geldschein. Es ist Dezember, ich hab ein Geldschein. Okay. Oh, jetzt bin ich gespannt, ich doch. Hier, meine Größe. Okay. Bruder, ich hab's ja gehört. Du hast mir das nicht zugetraut, dass ich mich auch jemals in der Hand habe. Ja, stimmt. Also, was ich in der Hand halte, und ich halte es gerade wirklich in meiner Hand, okay? Ja. Es ist sehr, sehr eklig. Oh, es ist ekliges, okay? Ich habe vorhin irgendwo einen Staubsauger gefunden, den aufgemacht und den ganzen Schmutz, der da drin ist, samt Haare. Tücher, Staub, sonst was genommen. Einfach so eine Faust und hab's jetzt in der Hand. Eine Faust mit Staubsaugerdreck. Oh, es klingt glaubwürdig, aber ich frag mich, ob ABK noch eine Frage stellt. Ich hätte jetzt eine Frage gestellt, zum Beispiel, ja, wie voll war der Staubsaugerbeutel und so ein bisschen um... Ja, also man muss ein bisschen Fragen stellen. Ich hoffe, ABK stellt eine Frage. Nee, niemand. Oh, er sagt einfach direkt nein. Ey, das ist halt, das macht es noch schwerer. Okay, ABK glaubt nicht, dass er Dreck vom Staubsauger in der Hand hat. Ich finde, Staubsaugerbeuteldreck ist so etwas Alltägliches, aber so etwas, worauf man nicht kommen würde, sich das auszudenken. Deswegen, allein aus dem Aspekt würde ich glauben, dass er wirklich Staubsaugerdreck zusammengeknüllt in der Hand hält. So. Ungefähr so, dass er es, wenn er es in einer Hand halten würde, ja, ich glaube, er hält es mit zwei Händen so fest. Das glaube ich. Vielleicht auch so. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er es in der Hand hält. Ist eklig, aber ich glaube ja. Ich glaube, er lügt nicht. Er sagt die Wahrheit. Du lügst. So eklig bist du nicht. Sicher? Wenn du das machst, eklig. Auf vier, drei. Okay. Okay, er hält es. Okay, er hält es. Er hält es so. Ich habe gesagt, er hält es. Boom. Easy. Zwei. Eins. Boah! You! Alter, yo! Ekelhaft! Nein! Weißt du, was der Joke ist, Bruder? Den Staubsauger wolltest du sogar noch vorher nehmen. Ja! Lol. Ah, nein, Alter! War es richtig ekelhaft. Okay. Leute, bis jetzt läuft's gut. Wir machen weiter. Drin bleiben, wir bleiben drin. Weil du vorhin mit einem Feuerlöscher kamst, ja? Hast du jetzt auch einen Feuerlöscher am Start. Du hast auch einen Feuerlöscher. Also boah, er hat auch einen Feuerlöscher? Das glaube ich auf gar keinen Fall. Also, warum sollte er auch einen Feuerlöscher haben? Warum? Also, entweder hat er den gleichen einfach jetzt genommen, aber einen anderen, das glaube ich auf gar keinen Fall. Also, einen anderen Feuerlöcher, in welchem Haus gibt es zwei Feuerlöcher?
Nee, nee. Also du hast mein Feuerlöscher in die Hand genommen. Ja. Achso, hat er sein Feuer? Du hast einfach meinen Gegenstand wahrscheinlich geklaut, ja, ne? Dann ist er dahingestellt, aber... Ah, okay. Ja gut, wenn es sein Feuerlöscher ist, dann glaube ich ja. Ich habe auch ein Feuerlöscher in der Hand. Ja, du lügst. Nee, wenn es sein Feuerlöscher ist, von Peter, wenn er den geklaut hat, dann sage ich ja, er sagt die Wahrheit. Du hast kein Feuerlöscher in der Hand. Boom! Zack, 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 zack! Easy. 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 Boom. Wie ich direkt gesagt habe, einen zweiten Feuerlöcher wird es nicht geben. Aber als Peter die Frage gestellt hat, hast du meinen Feuerlöcher, war mir sofort klar, jo, weil er hat nämlich geantwortet, er hat darauf geantwortet, er hat gesagt, ob es jetzt deiner ist, sei mal dahingestellt. Da wusste ich, es ist 100% hat er den Feuerlöcher, war klar. Ach, warum nicht? Yeah. Digga, jede Antwort richtig. Ich sollte Lotto spielen. Er hat einfach meinen Feuerlöcher. Das ist meiner. Sei ehrlich, du hast keinen anderen. Ich mach, du machst das. Na los, Herr Ratscher, beweg dich. Ey Bruder, jetzt mal ohne Scheiß, warum machst du nicht Synchronsprecher? Ich würd's doch gerne machen, aber weißt du, es ist die gelbe Farbe schuld. Jetzt wo ich gerade nicht sehe, hört sich diese Stimme noch viel krasser an, wie aus so einem Anime. Das ist richtig krass. Bist du bereit? Ja, ich bin ready. Ich hab was in der Hand. Ja? Das gehört dir. Okay, er hat was in der Hand, was ABK gehört, okay? Ich hab doch nichts. Doch, Bruder, das ist wirklich deins. Ich glaube, ich weiß nicht, man bekommt immer so eine Belohnung von YouTube, so einen Sub-Button oder so. Play-Button? Wie nennt man das? Du lügst, safe. Du so, lügst. Dieser Abo-Button, 100.000. Ja, du lügst. Warum? Weil... Also, wenn ABK seinen Abo-Button nicht einfach irgendwie mitgebracht hat, wie soll der den in der Hand halten? Also wenn das wirklich das, also wenn die Antwort ist ABKs silberner Playbutton, dann ist es eine Lüge, weil wie soll das funktionieren? Aber ich löse noch nicht auf, ich warte erst noch, bis dieses Gespräch zu Ende ist. Weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass du jetzt einfach so einen Abo-Button da hast. Warum auch immer. Hier, warte mal ganz kurz. Ist es einfach irgendein Abo-Button oder ist es ABKs Abo-Button? Das ist die Frage. Ey, dafür schämt man sich doch eher, anstatt den mitzunehmen. Spaß, nein, hast aber nicht. Ja, hä? Wie? Mitzunehmen. Hat er nicht gesagt, das ist ABKs? Also, ich würde ihm zutrauen, dass es sein Abo-Button ist, also von Peter, aber nicht von ABK. Er sagt ja, das ist seiner. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Also, ich sag, es ist nicht ABKs Abo-Button, auf gar keinen Fall. Der war vorhin bei dir in der Wohnung irgendwo, ne? Was? Er hat den wirklich aus der Wohnung geklaut? Nein. Ja, das kann sein, ja. Nein, mein erster Fehlpunkt. Nein. Ich wusste ja nicht, dass der in ihrer Wohnung ist. Es ist wirklich der von ABK, da steht ABK drauf. Oh, was? Er war in seiner Wohnung und hat den einfach geklaut? Hä? Ja, das... Okay, das war aber auch schwer, muss ich sagen. Das war aber auch schwer. Scheiße. Wie soll ich denn darauf kommen? Ey, jetzt, wirklich, wie soll ich denn darauf kommen? Okay, ein Punkt verkackt. Der hat den Hops genommen. Verdammt, und mich auch. Digga, wie hast du den? Wie hat er den geklaut? Ja, wie soll... Ey, das ist ja krass, wenn ich mal ABK gemerkt hat, dass er den geklaut hat, okay. Das war wirklich ein starker Punkt. Ey, was ein Typ, Bruder. Ey, der hab ich Bruder, ich hab bisher Marokkaner, ey. Ich bin aber hier. Bruder, hab ich auch geklaut, Bruder. Das war stark. Den hat er sich verdient, den Punkt. Den konnte ich auch nicht predikten. Ich kann normalerweise alles predikten. Schade. Okay. Weil du vorhin so eklig warst, ne, mit diesem Staub und so, dieser Wichse, die du in der Hand hattest, ne? Ja. Will ich jetzt mal gepflegter sein, obwohl ich eigentlich der Dreckige bin. Und ich habe jetzt ein Deo bei mir. Ein Deo. Klingt, ein Deo, das klingt zu sehr für mich danach, als ob er sich was ausgedacht hat, was man wirklich einfach dabei haben kann. Ein Deo kann man einfach dabei haben. Und dadurch wirkt es für mich jetzt erstmal unglaubwürdig. Also ich würde erstmal sagen, nein, das stimmt nicht. Aber ich warte das Gespräch noch ab. Ein Deo? Ja, also so ein Raumspray. Mehr nicht. Ja, nur ein Raumspray. Mehr nicht. Ich sag nein. Das klingt zu einfach. Ich sag nein. Hat er nicht dabei. Sicher? Ganz sicher? Ja. Okay, dann lügst du. Okay, Peter sagt, er lügt. Oh Gott, das ist... Yes! 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 Oh! Das ist etwas, was ich voll gerne habe, was ich richtig feier. Okay. Ne? Ja. Hat doch was mit meiner Sammlung zu tun, die ich. Ja, okay. Ich weiß, was das ABK für Sammlung hat. Und zwar so Kuscheltiere, so Nintendo-Kuscheltiere. Kirby, Mario, Sonic und so. Mhm. Mhm. Es ist mein Lieblingscharakter, also einer meiner Lieblingscharaktere von Nintendo, ja. Nämlich Kirby. Kirby, okay. Ja, klingt glaubwürdig, weil ich kenne ABKs
Leidenschaft, dass er gerne so Nintendo-Figuren sammelt. Und deswegen, ja, ich glaube, er nimmt das, weil er denkt, Peter glaubt nicht, dass er sowas tut, aber ich weiß ja, dass er sowas tut. Deswegen, bis jetzt klingt es auf jeden Fall noch plausibel. Ich würde sagen, ja. Kirby? Ja, ein Plüsch-Kirby. Der ist ja. Rosa. Der ist rosa. Ja. Und süß. Ist der groß? Geht. Okay, es hat irgendjemand anders, ich glaube Heracher, hat einfach reingerufen, er ist rosa. Und das macht die ganze Aussage extrem unglaubwürdig. Wieso redet jemand anders rein? Macht es unglaubwürdig. Ich hoffe, Peter stellt noch ein paar gute Fragen. Habe ich damals in Japan gewonnen, an einem Automaten. Okay, jetzt hast du dich verraten. Das ist eine Lüge. Okay, Peter denkt, es wäre eine Lüge. Schwierig. Ich muss sagen, wegen Heraches Reinrufen bin ich jetzt total verunsichert. Ich würde eigentlich dazu tendieren, dass es die Wahrheit ist. Ich sage, es ist die Wahrheit. Was ist das? Das ist eine Lüge. Ah, verdammt! Verdammt! Mann! Wegen dem Herace, weil er reingerufen hat. Der ist pink. Hund, Alter, Hund! Hör auf reinzurufen. Ah, verdammt. Herace im Chat hier. Du bist es schuld, Junge. Du bist es schuld. Du hast reingerufen, Junge. Wegen dir habe ich es verkackt. Ruf doch nicht rein, du verunsicherst mich. Kurs geht raus. Hättest du irgendwas in Japan gewonnen oder sonst was, dann hättest du es bei dir zu Hause. Kann man auch im Vlog sehen. Ja, ja, ich glaub's. LOL! Stell dir mal vor, ich hätte die Mütze erst jetzt hochgezogen und dann hätte ich gedacht, es wäre wirklich wahr. Bei dir zu Hause und nicht im Büro. Warum? Kann doch auch. LOL, okay. Eigentlich habe ich ja einen Punkt, ne? Weil ich habe ja gedacht, das ist. Okay, komm. Mein Punkt. Auch Heike mitgenommen haben. Nee, das glaub ich nicht. Du lügst. Hey, was? Der ist stark. Okay. Der ist stark, der Move, der ist stark. Punkt für dich. Okay, Herr Ratsche, ich verzeihe dir wieder, weil du hast du reingerufen, Rosa, und jetzt hast du ihn hier reingelegt. Okay, komm, den haben wir uns geholt, den Punkt. Brass. Hey, das ist mein Alter, hey. So, liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei ABK vorbei, schaut bei Herr Ratsche. Sehr, sehr cooles Video. Wir sehen uns morgen wieder, Hashtag Halbzember. Kurz geht raus, ey, sehr, sehr cooles Video. Checkt bitte Peter ab. Einfach Peter. Lasst Support da, lasst Küsse da, lasst ganz viel Liebe da. Es kommen bei ihm gerade jeden Tag Videos wegen Halfsamba. Und ja, checkt ihn auf jeden Fall aus. Lasst ganz viel Liebe da. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch das Mitraten hat sehr viel Spaß gemacht.